An bestimmten Stellen speichert dieses Spiel automatisch. Bitte das System nicht abschalten, wenn die Festplattenkontrollleuchte blinkt. Sony Computer Entertainment presents Naughty Dog. Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Auch wieder auf der PS3. Ich habe mir gedacht, komm, jetzt haust du mal ein paar PS3-exklusive Titel raus, weil es gerade so Spaß macht und ich Freude habe am Konsolenspiele aufnehmen. Ich wollte mich mal an die Uncharted-Reihe geben. Ich habe alle drei Teile hier liegen. In verschiedenen Editionen. Hier Platinum Edition, Game of the Year Edition, Pipapo. Und wir fangen mit Uncharted 1, Drakes Schicksal, einfach mal an. Und ich habe, das Einzige, was ich von Uncharted kenne, ist Uncharted 4. Da habe ich ein Let's Play zugesehen, ich glaube entweder von PewDiePie und oder Sarazar, vielleicht auch sogar beiden. Ich drücke mal die Starttaste und ich habe schon mal ein bisschen hier rumprobiert, ob ich damit klarkomme, aber wir starten natürlich einfach ein neues Spiel. Und ich würde sagen, ohne lang drum herzureden, ich kann immer noch nicht gut mit dem Controller umgehen, also wer jetzt hier Pro-Gameplay erwartet, ist bei mir falsch. Aber viel Spaß werden wir hoffentlich zusammen haben und wir starten ein neues Spiel auf normal. Neue gespeicherte Daten. Achso, ja. Ja. Okay, wir speichern erst noch gemeinsam hier. Speichern erfolgreich, das ist sehr schön. Muss ich jetzt da irgendwas drücken? Zurück. Also die ersten drei Teile kenne ich gar nicht. Also es wird ein komplett blindes Let's Play. Wer sowas vielleicht immer schon mal sehen wollte von einem älteren Spiel, ist hier herzlich willkommen, dabei zu bleiben und es zu verfolgen. Wahrscheinlich wird es auch jeden zweiten Tag kommen. Ich muss noch mal gucken. Ist immer so ein bisschen Umstellerei, mit, wenn ich auf PlayStation aufnehmen will. Und ich glaube, jetzt geht's los. Jedes große Unterfangen hat einen Anfang, doch wahrer Ruhm gebührt jenen, die den Mut haben, eine Sache gänzlich zu Ende zu führen. Sir Francis Drake, 1587. Gut, dass auch Sir Francis Drake, 1587, noch einen Untertitel hatte. Untertitel möchte ich ja gerne anlassen. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich habe mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg, mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja, und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Hä, was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Los geht's.
Drücken Sie okay. Wir haben die uns hier draußen gefunden. Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben sie diesen Kerl getan? Na, das ist eine lange Geschichte. Wow, das war cool. Jungs, können Sie nicht leiden, okay, ich kann da in Deckung gehen. Weniger reden, mehr schießen! Beeil dich, Sally. Wie auch immer das Boot jetzt wegfährt. Ah, ich kann schon Munition mitnehmen, sehr schön. Oh, die kam auch von der anderen Seite, was? Sie kommen an Bord! Warte. Oh nein, Raserei-Kombo, what the fuck? Ich mache, glaube ich, Raserei-Kombos. Ist hier noch jemand? Hallo? Anybody? Kann ich die schon vorher erschießen? Was? Brachialkombo? Jetzt wirst du bezahlt. Drücken wir 2, 3, 4. Okay. Jawoll. Lassen mehr Munition fallen, okay. Gut zu wissen. Ach, das ist sie. Komm, Sally, wo bist du? Wollte ich gerade erschießen. Na, hau den nicht in die Luft. Pam, pam, pam. Da ist einer. Muss nachladen, warte. What? Okay. Au! What? Okay, das ist nicht gut. Wo sind wir denn überhaupt da? Wow! Und ich sterbe im Tutorial. Geil. Nee. Okay, ich sollte dann wahrscheinlich auf die andere Seite gehen. Wow. L2. Die Kavallerie kommt. Sehr gut. Das, ja, wird auch langsam Zeit. Oh nein. Verdammt. Das Schiff geht hoch. Ins Wasser. Ja. Moment. Was soll das denn? Okay. Los. Okay. Los. Ja, ja. Oh, hawa, hawa, ha. Hawk Wild. Wow. What the heck? Aber die Frisur sitzt. Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen, was? Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Und ich gestorben bin. Ach, eine Therapie wird schon richten. Delfintherapie. Wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elina beschreibt. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Abhauen finde ich super. Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das, was ich denke? Jakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Ein Blick ins Tagebuch hätte ich mir verdient, finde ich. Also. Als Drake im Pazifik aufkreuzte, hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Und genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier.
Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Ja. Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Eldorado. Hohoho. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut. Denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir das. Das darf doch nicht wahr sein. Hey! Geil. Ich hätte es echt wissen müssen. Sehr gut. 2. Die Suche nach Eldorado. Oh, warte. Langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Für die kleine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Das ist was anderes. Aber ich geb's so. Weniger anstrengend. Nicht irgendwie springen? Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt hat. Riskant, klar, aber als er es rauskriegte, war ich schon. Nate, hörst du mir eigentlich zu? Nee. Ich lausche gebannt. Hallo? Geht er auch nach oben irgendwie? Ah, okay. Ich weiß noch nicht, ob ich hier lang muss, aber ich denke es mal. So ein bisschen Mischung aus Assassin's Creed und Tomb Raider. Ist der noch da? Hallo? Ah, da kommt er angewartet. Okay. Sully, unser... Weißt du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sully. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Dann sehen wir uns mal um. Mann, da findet man ein Bordell. Na, hier könnte doch was sein. Guckt mal, hier ist doch was. Ja, wa? Bin ich auch. Warte, komm ich hier hoch? Nee. Wer hat das wohl gebaut? Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Was, Chanta? Ich hab's nicht gelesen können. Toll. Ich will einfach mal hier rüber. Mal ein bisschen von oben. Bis jetzt nicht. Von oben gucken.
Guck mal hier, das sieht nämlich so aus, als müsste man... Wow! Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Wie? Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Okay. Gucken, ob ich oben irgendwas finde. Oh, zu früh. Nein, nicht zu früh. Sehr gut. Einmal nach oben, bitte. Das stand, hoffentlich stand das auch da eben. Okay, hier kann ich also Kreis drücken. Okay, oder ich springe einfach runter. Kann ich mit dem Stein irgendwas machen? Dann kann ich nur drauf. Aha, dann kann ich hier nach oben. Drücken Sie an einer Kante. Manu! Ich will das mal machen. Sorry, Leute. Wie gesagt, PlayStation ist noch neu für mich. Uncharted sowieso. Wo kann ich jetzt hier? Ah, okay. So kann ich da dran. Bewegen Sie nach und von Kante zu Kante zu. Ja, das kenne ich aus Assassin's Creed. Keine Ahnung, wo wir uns hier hinhangeln. Bewegen sich von der Wand weg und drücken Sie X und so. Yay. Okay. Wo auch immer wir hier hinkommen. Es scheint ja der richtige Weg zu sein. Ach so, um den Boden einzuschlagen. Natürlich. Und hat es gemacht, Kleiner. Ha. Komme ich jetzt da runter? Ich guck mal. Hier so. Ja. Oh, da ist eine Tür. Brauchen wir wohl die Taschenlampe. Aha. Wo haben wir die? Ich drücke mal ein paar Tasten. Das war die Hauentaste. Das war die Waffe. Das war ein Nachladen. Ja, wo sind denn die Taschenlampen? Ich sehe doch nichts. Ich würde auch gerne eine Taschenlampe anmachen. Aber ich weiß nicht wie. Das ist Zielen. Das ist Schießen. Das ist Nachladen. Das ist Zoomen. Das ist Hüpfen, das ist Schlagen. Okay, ich kann leider keine Taschenlampe anmachen scheinbar. Oder ich mache gerade was sehr falsch. Ich hoffe, ihr seht hier irgendwas, weil es ist sehr dunkel. Oh, was für ein nettes Fleckchen Erde. Ach, jetzt habe ich eine Taschenlampe. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Das und... Ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Ah, doch. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Ja. Ja. Kein Witz, oder? Mal gucken, wie ich da... Wir müssen da rüberkommen. Ja. Drücken Sie L1... zum Zielen und L2 zum R1. Was soll ich denn? Das Fass da? Explodiert das? Ah ja. Sieht gut aus. Hey! War was? Ich habe nichts gesehen gerade. Okay, gut zu wissen. Jetzt also der Speicherpunkt. So. Ja, ja. So, jetzt da drauf.
weiß gar nicht, gibt es irgendwie so Geheimnisse zu finden oder so? Wäre eigentlich prädestiniert, so ein Spiel dafür. Was ist das hier? Irgendwie ein Gegengewicht? Achso, für die Tür? Oder? Ich sehe leider gerade nicht, was ich hier tue, aber ich tue es einfach mal. Hier, lass mich mal. Ja, mach doch. Geht denn da hier die Tür auf? Ah ja. Tschüss, Sally. Ich bin weg. Versuchst du, sie von innen zu blockieren? Ach so. Von innen zu blockieren. Boah, ist das dunkel hier. Kann ich hier so ein Ding schieben? Hier irgendwas machen? Ja, ich... Es ist so dunkel hier. Tipp. Ach, es gibt auch Tipps. Das ist natürlich sehr schön, aber ich wollte erstmal jetzt mal so selber gucken. Okay. Ach, da ist ein Karren. Ach, den habe ich gar nicht gesehen. Alles sehr, sehr spärlich beleuchtet hier. Okay, lass los. Das müsste halten. Ich gehe lieber weg. Ja, okay. Mach schnell, Sally. Okay, der Weg raus ist das dann. Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich verkackt. Hier eine Hintertür, was? Okay. Ist das jetzt nur was gucken? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Select? Was ist Select? Ach, das da. Ja, hier. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Na, hoffentlich. Wäre schön, wenn hier mal wieder ein bisschen Licht in die Veranstaltung käme. Aha. Naja. So richtig hell ist es jetzt nicht, aber okay. So, ich würde sagen, das war es für die erste Folge. Ich hoffe, es gefällt euch und höchstwahrscheinlich kommt übermorgen die nächste Folge vom ersten Teil von Uncharted. Wie heißt der? Drakes Schicksal? Genau, Drakes Schicksal. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Uncharted 1, Drakes Schicksal. Macht's gut. Tschüsschen!